Jetzt oh Mann. Ja, egal. Yeehaw! Das Spiel ist scheiße. Arriba, 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 andale! Das war mexikanische Maus. Speedy Gonzales. Das ist Hoche. Nein, das ist Speedy Gonzales. Hoche ist Ex-Lava. Hoche. Denk an die hohe Steigung gleich, Hoche. Ne? Hoche. Reicht. Konzentrier dich. Ja, diesmal spielt der Gamerholiker mit dem Goofy-Sohn. Nein! Junge! Ich hab die Steigung hingekriegt und ja. Danach abgekackt, das gibt's doch nicht. Ja, wenn man so schnell hochgeht, muss man auch schnell genug wieder runter können. Aber ich finde trotzdem, dass Aladdin aussieht wie ein Goofy-Sohn. Alter? Was geht mit dir? Ich will meine kompletten Ups haben. Das habe ich bei Dingens auch gemacht. Wie heißt das nochmal? Lost Levels. Geilerweise war eigentlich das Level-Design bzw. die Levels die Level selber bei Das Level ist scheiße. So, mach du jetzt noch einmal und danach ich wieder. Stell dir mal vor, du hörtest jetzt nicht diese Safe States und würdest jedes Mal hier verkacken. Fick dich. Nein, aber du startest das Level immer neu. So, das wäre nervig. Nur wenn du die ausmachst, dann bist du gefickt. Dann musst du Passwort eingeben und dann startest du von einer bestimmten Hour weiter. Bestimmten Hour? Ja, Rush Hour, kennst du doch. So, und jetzt gill ich das durch mit zuen Augen. Geh aus dem Bild. Man muss das Level im Prinzip eigentlich nur auswendig lernen. Wie hätte ich da jetzt durchkommen sollen? Mann. Meine Hände sind rutschig. Oh shit. Oh shit. Shit, Kind. Ich war schon viel weiter als du. Du bist aber älter als ich. Was hat das damit zu tun? Ist doch egal. Ich kam nicht so schnell runter. Wir müssen nach hinten ziehen müssen in dem Moment. Ja, wahrscheinlich. Eigentlich müssen wir ein Safe State setzen, wenn wir da vorne sind. Ja, schon irgendwie, ne? Aber an der Stelle verkacken wir immer. Eigentlich schon, ja. Aber so schnell da jetzt reinzukommen dann immer. Setzt du jetzt gleich ein Safe State, wenn du da angekommen bist hier. Zur Not, wenn du schneller bist, dann drück einfach in der Mitte bei dir auf Dingens. Einfach wenn wir an einer komfortablen Ecke da sind. Drückt einer von uns. Oh. Das war Knappikowski, Baby Doll. Halt die. Ups. Spur vor. Lass dieses Springen sein, Mann! Warum denn? Ich finde das so lustiger.
Den Anfang kannst du meinetwegen skippen, okay, aber nicht im Level. Das kannst du nämlich... Ich glaube, den einen Part müssen wir nochmal irgendwie splitten oder so. Wir machen irgendwas schon daraus. Aber dafür haben wir die beiden Parts davor ganz gut hingelegt. Ich glaube, das war auch das Level, was mich damals so angekotzt hat. Bis dahin bin ich, glaube ich, damals gekommen. Jetzt komme ich nicht mal bis hinten hin, ey. Ich glaube, bis dahin bin ich damals sogar gekommen. Ich erinnere mich allerdings nicht mehr an den Levelverlauf, deswegen kann man sagen, es ist blind. Und ich verkack sowieso. Aber wie auch immer, ich glaube, das hat mich so abgeschreckt damals bei dem Spiel. Ich kann nur hoffen, dass die anderen Spiele nicht so schlimm werden. Allerdings muss man sagen, andere Level. Ich hoffe, dass es hierbei nur daran liegt, dass das ein Sidescroller ist halt. Man sieht ja, mit Sidescrollern habe ich mein Problem. So, und wir drücken. Jetzt müssen wir ein bisschen weiter nach vorne. Du hast bis zum letzten Moment gewartet, du Neger, ey. Ich wusste nicht genau wann. Ja, ich kann das schaffen. Doch. Schaffst das. Oder auch nicht. Aber der wartet auch bis ganz zum letzten Schluss, weißt du? Statt der das macht, als ich da am Anfang reinkomme. Nein, wartet der bis zum allerletzten Punkt. Ich wollte dich nicht verwirren. Ja, 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 nein. Scheiße. Auch noch an der Stelle, wo eigentlich gar nichts war, ja? Ja, das ist schwer zu navigieren in dem engen Ding. Die Lava ist schon weg, ja? Jetzt fliege ich mit Absicht nochmal irgendwo gehen. Um Gottes. Merkt ihr das? Ich weiß, wir brauchen es uns nicht merken. Oh, wir haben 2 Rubine von 10. Herzlichen Glückwunsch. Da kommt das Lied, theoretisch. Nur ein kleiner Freundschaftsdienst. Nur ein kleiner Freundschaftsdienst, kleiner Freundschaftsdienst, nur ein kleiner Freundschaftsdienst, nur von mir. Nein, bitte nicht. With his sleeve and poof. Okay. Oh. Yeah, das ist sogar das Lied. Also ab hier ist es komplett blind, weil ich habe mich an nichts derartiges erinnern können. Kennst du das hier? Wir sind in der Wunderlampe. Hä? Wie soll ich da hoch? Oh, der schafft das doch. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber geil. Das ist eine geile Idee. Wo waren diese Ideen bitteschön bei König der Löwen? Hätten wir da nicht auch in Rafikis Baum gehen können oder so? Ich stehe auf Aladdin, aber König der Löwen mag ich mehr. Also den Film. Der verwirrt ja gar nicht, ne? Das wusste ich nicht, dass ich da hätte warten müssen. Das ist doch scheiße. Ich dachte, vielleicht kommt da... Muss ich da runterspringen, dann kommt nächstes Spaß und so. Aber nein, natürlich nicht.
Ja. Du tust so, als wäre Genie eine Tunte, Mann. Er ist blau. Er ist blau, aber nicht gay. Wenn er jetzt rosa wäre, okay. So wie Jafar? Ja. Nein, der ist rot. Er ist ein kleiner, dünn gewachsener Mann. Ja und? Er ist ein großer, dünn gewachsener Mann. Ja und? Mit einer komischen Lache. Ja, das stimmt. Zwischen Malefiz und dem gibt's schon Parallelen. Stolz auf mich, dass ich das Wort Parallelen kann. Yeah. Ja. Da unten sind wahrscheinlich nur Äpfel, ne? Die ich hier auch voll gebrauchen kann. Aber sind hinter den Wolken oder sind sie Rubine oder so verstecken? Glaube ich nicht. Auf damit! Nochmal, Genie ist nicht schwul! Junge! Warum heißt das denn Aladdin und die Wunderschlampe? Wunderlampe! Und Schlampen sind Männer wenig. Ich glaube, du sollst ja auch schwul. Nein! Du hättest an seinen Cockring packen müssen! Genie hat und wenn ja, ist er abgestorben? Nur weil er Jahre und Jahrhunderte in der Einsamkeit leben musste? Hey, der hat den bestimmt gut benutzt. Was machst du, wenn du 500 Jahre alleine bist? Nur du und deine Hand. Vor allen Dingen, na, der kann sich alles Mögliche zaubern. Hm. Der kann nur nichts aus Reich der Toten erwecken. Und niemanden sie dazu also bringen, soweit sich ich zu weiß, verlieben. Kann er keine Menschen zaubern. Also hat er höchstens ein Schaf gebumst. Vielleicht auch eine Genie-Dame? Ja, Philoptetes, ne? Oder nein, ein Schaf klingt ja so. Yeah. Wieso habe ich das eigentlich nicht die ganze Zeit zwischendurch mal benutzt? Oh, noch nicht los. Was ist das? Yeah. Das Seidentuch. Meins oder deins? Meins. Meins. Übertreib nicht, Genie! Das war ein wenig Knappikowski, Babydoll. Halt die Fresse! Nein! 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 Kannst du nicht in die andere Nein. Richtung verschwinden? Nein! Oh, aua! Der ist doch nicht schwul! Ja, du behauptest so, der ist schwul. Achte doch, der wartet da hinten nur so auf dich, dass du deinen Penis in seinen Mund reinsteckst. Kannst du mal aufhören mit diesen perversen Ausdrücken? Ich? Hm. Ich habe nur gesagt, dass er ein Schaf gefickt hat und das Schaf hat dann gesagt, yeah. Bist du wie mein Kollege, ne? Wie, du sagst urinieren? Sag doch nicht solche perversen Worte. Ach ja, und Penis in den Mund stecken ist natürlich nicht pervers. Bei einem Genie, bei einem blauen Mann mit Bart. Was hat der Bart damit zu tun? Der passt nicht zu dem Blau. Du bist ein blauer Mann. Ist nicht schlimm. Du hast einen Bart und bist blau. Und das ist schlimm. Ja. Mach diese verdammten Wolken. Wenn da sein Arm ist, ne, muss er nicht irgendwo dazwischen der Kopf sein. Ach nee, der ist ja da hinten. Das ist ja sehr unlogisch. Und das 10-mal. Mann, das ist in der Lampe. Der war nie in der Lampe, der Aladdin. Ist doch egal, aber es ist eine coole Idee. Was bist du für ein dummes Stück Scheiße? Mach die Lautstärke bitte auf niedrig. Guck mal, ist auch nicht Genie, das ist Genie. Man muss dazu sagen, laut der arabischen Mythologie sind Genies eigentlich böse Dämonen, die euch zwar Wünsche erfüllen, aber es immer in den negativen bringen. Wenn man den Film, ich glaube, Wishmaster oder Djinn oder irgendwas. Was mit euch denn? Gesehen hat, dann weiß man, wovon ich spreche. Ich kenne nur das mit dem Schwarzen. Das mit dem Schwarzen? Ja, den schwarzen Genie. Doch, das war ein cooler Genie. Der ist ja auch fast schwarz, der hier.
Zumindest verhält er sich wie einer. Jetzt bitte sehr vorsichtig. Du Missgeburt, mach diese Dinger. Ach, ich mach das nächste Mal. Ciao.